Herzlich willkommen hier in Anis Welt. Im Lasttruppe-Ortsteil Oldendorf im Landkreis Cloppenburg befinden sich die Oldendorfer Hühnensteine. Im Ort Lasttrupps ist dieses neolithische Großsteingrab sehr gut ausgeschildert. Danach lässt die Beschilderung sehr zu wünschen übrig. Ein schmaler Sandweg führte mich nun bis an diese Absperrung. Enttäuscht, das Grab nicht gefunden zu haben, blieb ich vor dieser Absperrung stehen und machte mich zu Fuß weiter auf den Weg. Nach einem sehr langen Fußmarsch lernte ich diese lieben Menschen kennen. Bei ihren Erzählungen, dass in den 80er Jahren bei einem Sturm große Teile des Grabes zerstört wurden, dachte ich schon, mein Ausflug sei vergebens. Versüßt wurde mir dieser Gedanke allerdings mit leckerem Schokoladeneis und einer Tasse Kaffee und natürlich auch mit der freundlichen Gesellschaft. Vielen Dank dafür. Wie mir erzählt wurde, war der lange Fußmarsch überhaupt nicht notwendig gewesen, denn die Oldendorfer Hühnensteine liegen links ganz am Anfang der Straße. Das kleine Schild war wirklich kaum wahrzunehmen. Ich machte mich auf den Weg zurück und entdeckte das kleine Schild. Endlich bei dem Wald angekommen, schickten mich Hinweisschilder quer durch den großen Wald. Puh! Endlich entdeckte ich die Waldlichtung. Das Grab befindet sich auf einem Hügel, der 30 Meter lang, 10 Meter breit und knapp 2 Meter hoch ist. Von der Kammer des Grabes sind 14 Trägersteine, Jochen, und Decksteine vorhanden. Die Kammer ist ca. 10,70 m mal 2,20 m. Eine wunderbare Ruhe und Entspannung breitete sich in mir aus. Obwohl der Zahn der Zeit an diesem Hügel sehr geknabbert hat, hat es von seiner Wirkung nichts verloren. Selbst ein Reh schaute neugierig zu mir herüber und wunderte sich über meinen Besuch. Da ich gerade tiefenentspannt war, habe ich nicht so schnell knipsen können. Bitte verzeiht mir dies. Auf der Suche nach dem ovalen Steinkranz habe ich dieses Mal noch Steine entdecken können. Einige im Südwesten und einige im Südosten. Der Ausflug hat sich sehr gelohnt und ich bin froh, nicht so schnell aufgegeben zu haben. Auf dem Rückweg haben mir ein paar Bäume diese Baumperlen geschenkt. Baumperlen, auch Baumknollen oder Hexeneier genannt, sind natürlich gewachsene, rundliche Ausbuchtungen an Baumstämmen. Sie dienen dem Heilungsprozess des Baumes, indem er kleine Verletzungen abkapselt. Baumperlen sollten nur mit sanftem Druck vom Baumstamm gelöst werden, um sicherzugehen, dass der Baum keinen weiteren Schaden nimmt. Später kann die Rinde der Baumperle entfernt werden. Dabei kommt die runde Perle zum Vorschein. Diese Perle dient dann als Talisman und steckt voller Kraft des Baumes, die er zur Heilung seiner Verletzung aufbringen musste. Findest du so eine Baumperle, verheißt es dir Glück und Erfolg. Vor allem hilft sie, sich von älteren Lasten zu lösen. Im Jahre 70 vor der angewandten Zeitrechnung schrieb schon Plinius der Ältere über einem Ei aus Holz, welches bei den Galliern sehr bekannt gewesen sein soll. Ich bin bei diesem Ausflug gleich mehrfach reich beschenkt worden. Zum einen mit einem Eis, Kaffee und lieber Gesellschaft, mit der Aufmerksamkeit eines Rehes, mit der Entspannung und sehr vielen Baumperlen. Ich hoffe, auch du machst dich auf den Weg zu einem Dolm oder dem nächsten Wald und findest auch glücksbringende Baumperlen. Viel Erfolg dabei, deine Ani.